Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum «So-Talk» auf Jump TV. Heute bei mir zu Gast ist der Simon Fankhauser, bekannt als Musiker, Unterhalter und Vater von Pumpelpitz. Herzlich willkommen, Simon. Hi, Christoph. Schön, bist du hier. Vielleicht kannst du uns und den Zuschauern daheim, die das nicht wissen, mal erklären, wer ist überhaupt der Pumpelpitz? Ja, der Pumpelpitz, das ist ein ganz alter Waldkobold, der auf dem Weissenstein oben lebt, wo Kinder beschützt, die allein schlafen daheim. Das war eigentlich so der Ursprung, das Gedanke. Und jetzt hat er noch ganz viel mehr Abenteuer erlebt und immer mehr ist dazugekommen in diese Welt hinein. Und der Pumpelpitz ist eigentlich ein ganz liebenswürdiger Waldkobold, der die Kinder beschützt, der zu der Natur schaut, der Freundschaften pflegt. Und das sehr wichtig ist, der Aspekt von Freundschaften. Zusammen haben, füreinander da sein. Das ist so ein bisschen die Welt des Pumpelpitz. Mhm. Ja, wir sehen, du hast ihn quasi mitgebracht. In Lebensgrösse nehme ich an. Ja, genau. Was man auch sieht, ist hier seine goldige Nasenspitze. Was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist eine lustige Geschichte, die ganz am Anfang entstanden ist, als ich die erste Grundgeschichte geschrieben habe. Der Waldkobold hat ein cooles Feature, der wohnt auf dem Weissenstein, geht immer in den Grossraum Solothurn, auch in die Schweiz raus jetzt aktuell, bis auf den Mond sogar. Aber die Grundgeschichte ist, dass er auf einer riesigen Rutschbahn in die Stadt runterrutscht. Jede Nacht, um die Kinder zu beschützen. Er kann nicht immer laufen, das wird Zeit vergeuden. Und die Rutschbahn endet in einem Holzturm, unterirdisch in einem geheimen Raum, der aus Gold ist. Und warum der aus Gold ist und so, das erkläre ich alles in den Geschichten. Und weil der so gerne Rutschbahn rutscht, weil ein Kind rutscht nicht gerne so eine 7 Kilometer lange Rutschbahn, vergisst er zu spät zu bremsen. Und was passiert, wenn man zu spät bremst? Sie hat dann vor raus und weil der Goldraum nicht gross ist, tätscht es dann so richtig an die Wand. Und weil das Jahrzehnte, Jahrhunderte häufig passiert, hat er wirklich eine flache, goldige Nase bekommen, weil er immer an die goldige Wand tätscht. Das ist eigentlich der simple Grund. Man sieht auch, er hat schon ein Näcki abbekommen, dort, wahrscheinlich von dem Innenputschen. Genau, ja, er ist wirklich gezeichnet, ja. Genau. Alles in allem hat er aber immer noch ein Lächeln auf den Lippen, es geht ihm gut. Ja, das stimmt. Wie bist du auf die Idee gekommen, wie ist die Figur entstanden? Hast du immer schon etwas mal auf ein Kind machen? Ja, also das, ich bin ja nicht im Nachhinein, es ergeben sich ja viele Zusammenhänge, so biografisch in deinem Leben. Ich habe immer Musik gemacht, aber ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt. Ich bin Tennislehrer, ich habe Tennislager geleitet, ich habe ein Lehrerseminar in Solothurn gemacht. Ich habe Pfadi geleitet, ich habe Skilager geleitet, ich war immer sehr gerne um Kinder herum gewesen. Und nach wie vor natürlich. Und die Idee hatte ich nicht bewusst, dass ich jetzt eigentlich mal in meinem Leben eine Kindergeschichte machen möchte. Das ist aus meinen Kindern entstanden, wo ad hoc, weil ich immer ein Nachtgeschichtchen erzählt habe, hat mir mein Bub, der dreieinhalb-dreijährig war, mit meiner Tochter gesagt, ich soll doch eine Geschichte erzählen von einem Kobold, und der muss gefährlich sein. Und dann habe ich geblufft und gesagt, ich habe keine. Und weil der kleine Bub müsste viel in der Natur, viel wandern, Weissenstein und so, er kennt die Stadt auch, habe ich angefangen zu arbeiten, der wohnt auf dem Weissenstein. Und dann habe ich gemerkt, der Bub ist schon völlig begeistert, weil er ein Bild hatte von diesem Ort und wollte wissen, und, ja, wie sieht das aus, wo lebt er, wie sieht das Haus aus. Ah nein, der wohnt in einer Felsenhöhle. Ja, dort das, wo wir dann gesehen haben, ja, dort, aber ich darf es nicht sagen. Und so habe ich einfach so eine Geschichte mit meinen Kindern von Spinnen anhand von ihren Fragen. Es sind immer mehr Details dazugekommen. Und nach ein paar Wochen, sage ich mal, ist wirklich eine Geschichte entstanden, wo bis heute eigentlich das Grundgerüst war, mit der Rutschbahn, Solothurn, als Verena-Schlucht, einfach Orte, wo sie gekannt haben, habe ich in die erste Geschichte hineingewoben. Und dann ist es einfach ja, weitergegangen, weil ich Freude hatte an dem. Also alles entstand eigentlich aus einem kleinen zu grossen Mau, den man vielleicht mal riskiert hat. Genau, und auch ein bisschen bluffen. Ich erzähle euch jetzt etwas. Und am Anfang war er wirklich gefährlich, weil der Bub Freude hatte, oh, und ein bisschen zu schudern. Aber dann habe ich es dann schon umgemünzt, ja, ein bisschen Verantwortung. Er hat dann ein bisschen Schiss bekommen wegen dem Einschlafen. Ist der Pumpelpitz da? Oder was macht er denn, wenn er da reinschaut? Und dann habe ich es so von Kehren gesagt, nein, der hilft dir, dass du gut schlafen kannst.
Und du kannst ihm ein Däffeli, zwei Däffeli auf den Fenstersims legen und dann kommt, passiert dir nichts. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Und er ist ein sehr guter Schläfer seither. Jetzt wollen wir natürlich auch mal reinlassen in so einen Song von Pumplpitz. Da hören wir quasi seinen Titelsong. Jetzt kommt der Pumplpitz. Jetzt kommt der Pumplpitz, jetzt kommt der Pumplpitz, der kleine lustige Waldkobold mit dem goldigen Nasenspitz. Jetzt. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du das einsingst im Studio? Wie geht das zu und her? Ich weiß es nicht, ich finde es halt recht absehbar, weil es schon die vierte CD. Ich habe vorher ja noch eine «Gute Nacht Bern», also auch eine Kindergeschichte gemacht über die Stadt Bern. Ich habe von Bagatello her noch Erfahrungen auch sonst im CD machen. Es ist eigentlich sehr unspektakulär. Es sind ganz normale Leute, also der Produzent, der hier vor dem Mischpult hockt. Das ist auch jemand aus Zuchwil, der Michael Vescovi. Ein Tausendsassa, der sehr abgebrüht ist, im Sinne von, wir arbeiten zusammen und nicht, man geht da mit Bier und dann, yeah, man könnte da noch. Ich bin sehr gut vorbereitet, weil du zahlst auch Miete, es ist auch mit Finanzen verbunden. Und dann kannst du schon die Zeit lassen und ein bisschen siebenmal das Gleiche probieren einzureden. Dann zahlst du halt einfach auch ein bisschen mehr Geld. Oder? Das ist unter dem Strich halt eine Konsequenz. Aber gleich ist es immer lustig, ich freue mich extrem, bin nervös, ich bereite mich vor. Mhm. Wie du dich auf ein Interview vorbereitest, gehört das auch für mich dazu, dass ich weiss, welche Tonhöhe will ich sagen, dass ich auch weiss, wenn ich switche, ich rede alle Rollen selber ein. Und so bereite ich mich wie auf einen Arbeitstag vor, wie ich du unterrichte, weiss ich auch, was ich machen möchte. Und dann geht es los. Wir begrüssen uns, begrüßen, einen Kaffee trinken, besprechen, welche Geschichte ich zuerst tue. Häufig tue ich auch gerade Lieder noch dazwischen. Dann tut es mir den Kopf ein bisschen, also ein bisschen abwechselnd in Anspruch nehmen. Und dann geht das in, sage jetzt mal, die ganze CD habe ich in zwei ganzen Tagen drin, von A bis Z. Also ist jetzt aber, wir haben jetzt hier in diesem Song so einen Kinderchor gehört. Ja, genau. Die stehen also nicht alle noch im Studio, oder? Mal, die stehen im Studio. Das ist schon das Happening. Also das Fact for Two extrem. Es ist ein grosses Studio, das ehemalige Krokus-Studio. Ja. Mit in Zuchwil. Und dort hast du auch wirklich einen grossen Bereich, wo du kannst eben 20 Kinder rein tun kannst. Ja. Wo dir alle um ein Mikrofon stehen. Und dann musst du den Haufen irgendwie gut teachen und so ein bisschen motivieren. Es muss fröhlich tönen. Komm, wir machen es nochmal. Und dann sind schon zwei Gielen, die dann irgendwie zickeln. Und dann musst du einfach den Haufen ein bisschen zusammenbringen. Und das gefällt mir einfach, weil ich weiss, da ist eine Vielseitigkeit rum. Es ist bereichernd für einen Song an und für sich. Und die Kinder haben auch irgendein Erlebnis. Sie waren im Studio oder hören auch etwas, was man machen kann. Man kann zweistimmig das gleiche Mädchen zweimal einsingen. Und dann tönt das gleichzeitig. Wie macht man das? Das ist sehr interessant auch für die Kinder, so Momente. Tönt auch ein bisschen nach einer Gaudi gleich, die man hier zusammen hat. Ja, schon, ja. Das muss auch sein, finde ich. Ja. Man muss nicht nur arbeiten im Leben. Wie ist das? Du hast vorhin gesagt, eben, du redest alle Charaktere, alle Rollen selber ein, mit anderen Stimmen. Denkt man da auch manchmal, was mache ich da eigentlich? Oder wie, also man muss über sich selber anfangen lachen, wenn man so wechselt zwischen diesen Charakteren. Ja, schon, ja. Also, das passiert andauernd, dass ich mir manchmal so von oben, es gibt ja Momente, wo man so sagen kann, du, was machst du eigentlich? Zum Glück schaut da niemand zu. Obwohl es ja nicht peinlich ist, ich finde das nicht peinlich. Das ist aus einer Not entstanden, wo ich mich einfach entschieden habe, ich möchte das Projekt Pumplpitz, wo ich einfach eine Geschichte hatte und so zwei Liedli gespielt habe mit den Kindern. Ich möchte das nicht in der Schublade lassen und so in 10 Jahren sagt vielleicht die Tochter, du hast doch mal eine Geschichte erzählt. Dann sage ich, ah ja, es haben noch viele Leute so Ideen und dann lasse ich es liegen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte das recht machen. Ich hatte nicht viel Geld gehabt und habe mir natürlich überlegen, ja, klar kann ich den Manfred reden, aber das muss gut tönen. Nicht, dass ich das gut kann, aber ich habe es schon gemacht mit meinen Kindern. Ich habe dort schon ein bisschen Stimmen entwickelt, die die Kinder eigentlich recht cool gefunden haben. Auch die Nachbarskinder haben plötzlich von wollen wissen, wer das ist. Und dann habe ich halt das selber gemacht. Ich bin schneller vorwärts gekommen, halt mehr müssen selber übernehmen. Aber das machst du einfach, wenn du ein Projekt möglichst
rund und schnell möchtest umsetzen. Und je mehr Leute du drin hast, desto mehr musst du abmachen, auch Vertrauen haben, dass sie es gut können und auch, dass das stimmt, was sie machen und so. Und dann habe ich es einfach selber gemacht, bis heute. Und ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, oder für mich kommt das so über, es ist auch eine Herzensangelegenheit für dich. Ja, auf jeden Fall, ja. Dass es jetzt so gross geworden ist, das kann man nicht planen. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet damit, dass es jetzt einfach eine Firma ist, Pumpelpitz GmbH, und vier Leute, die jetzt da auch mit an diesem Karren ziehen. Und das ist unglaublich schön, wenn ich sehe, dass das auch ankommt und verstanden wird, was ich eigentlich mir aus dem Herzen entschieden habe. Ich mache jetzt das mal. Mal schauen, wo das hört. Mhm. Ja, es ist so, ganz viele Kinder haben Freude an ihren Figuren, an den Geschichten. Es gibt mittlerweile 3 CDs, die 4. jetzt eben gerade. Ja, genau. Und es gibt mittlerweile auch ein Erzählbuch zum Pumpelpitz. Das heisst, Eltern können jetzt eigentlich auch wie deine Rollen übernehmen oder besser gesagt deine Ideen auch wie aufgreifen und deinen Kindern selber die Geschichte vorlesen. Genau, das war noch ein spezieller Moment. Im April hatten wir die Vernissage. Und ich hatte schon so einen Entscheid, es ist Mundart. Soll ich es jetzt auf Hochdeutsch machen? Und mir jetzt dünkt, ich möchte den Eltern helfen, dass sie... Ich habe jetzt das noch gut, weil ich das jeden Tag mache, seit 12 Jahren etwa. Meine Kinder, auch oben, auch das kleine Gespenst oder auf Hochdeutsch analog übersetzen, gleichzeitig auf Mundart. Und dann hat es mir gedacht, nein, ich muss Mundart machen. Aber das zweite Vorlesebuch wird Hochdeutsch sein, weil viele Eltern reden nicht den gleichen Dialekt. Es geht auch auf Davos, auf Zürich, St. Gallen. Und die haben... Die wissen zum Teil gar nicht, was die Felsen... Das verstehen die nicht. Und die Kinder haben dann mehr im Ohr, habe ich auch gehört, weil sie die CD auf und runter hören. Und dann darf der Papi das gar nicht sagen, weil das klingt blöd, wenn du das erzählst. Und so war es eigentlich mehr ein guter Versuch gewesen und schon wieder daraus gelernt, das nächste Buch wird Hochdeutsch sein. Und dann kommt das sicher, wie sagen wir, ein bisschen besser an, auch für die Eltern. Mhm. Und die geben nicht so schnell auf. Habe ich auch gehört, dass das... passiert ist eben. Genau, eben, das zeigt auch die Figur von Pumpelpitz und seine Geschichten, die sind nicht nur etwas, das die Kinder betrifft, sondern es bezieht eben die Eltern auch mit ein. Mhm. Und ich glaube, ein Song, der das auch ein bisschen rauskommt, ist ein neuer, «Der Mond» heisst der. Wir hören auch hier geschwind rein. Sehr gerne, ja. Ja, der Mond ist immer gleich, ob du arm bist oder reich. Ja, der Mond scheint immer. Ja, was würdest du sagen? Was ist die Botschaft, die du hier vielleicht auch den Erwachsenen mitgeben willst, dem Song? Gibt es eine? Ja, ganz, ganz klare Botschaft gibt es nicht. Es soll eigentlich allen zeigen, ein bisschen den Abstand zu können zu haben zum eigenen Leben, zu dem Genuss, wo wir manchmal drinnen sind. Und wenn du hochschaust zum Mond, dann ist eigentlich für alle gleich. Der wertet nicht. Man kann das als höhere Instanz, die ihm helfen kann, deuten und ein bisschen beruhigen. So sehe ich das. Es ist ein recht melancholischer Song, ein ruhiger, ein bisschen klassisch angehaucht, wo ich einfach mal ein bisschen schauen möchte, wie das jetzt auch für King ankommt. Sie sind eigentlich recht offen, King, für allerlei Musik, habe ich gemerkt. Das ist ja auch mein Alltag als Sekundarlehrer, Fachlehrer, gebe ich in Bern Unterricht. Und die 7. bis 9. Klasse sind eigentlich sehr offen. Obwohl alle Apache, Capital Bra hören, sie sind doch nicht so abgestumpft. Und ich habe das Gefühl, das hat, bin ich recht gespannt, wie der ankommt. Bei den Erwachsenen weiss ich, habe recht viel, was jetzt aus meinem näheren Umfeld gehört habe, das cool gefunden, dass nicht das Kinderhafte drin ist, sondern auch mal ein kleiner gesetzterer Song mit Violinen und so ein bisschen Melancholie drin. Bin ich gespannt, wie der ankommt, ja. Apropos Schule und deine Schüler, du hast es gerade schon angesprochen. Eben, du gehst selber Schule. Mhm. Sie jetzt eben ein bisschen ältere Schüler. Ist das trotzdem auch schon mal ein Thema gewesen, dass der Pumpelpitz, oder dass du das machst? Ja, ja. Obwohl, ich bin ja in Solothurn daheim, wohne auch hier in der Stadt, pendle auf Bern. Also habe ich meine Mitte nicht mehr. Ich bin ja lange in Bern gewohnt. Aber das haben ein paar Eltern, die auch Lehrerkolleginnen sind, haben das durch mich lernen kennen, dass ich auch für Kinder etwas mache, haben das ihren Kindern auch geschenkt, die CDs. Und da ging sie jetzt auch in der Schule, in der Oberstufe, und wissen jetzt durch das, dass ich das mache. Aber es ist eigentlich sehr, ist nicht präsent. Also ich tue es auch nicht gross pushen bei den Schülern. Ich finde, ich bin einfach der Lehrer und gebe ihnen Musik mit.
Und wenn eine Frage kommt, dann beantworte ich das und that's it. Also so. Das ist ja, sehr stiefmütterlich. Gibst du auch Musikunterricht? Genau. Nicht Einzelinstrument, sondern bei der Fachlehre Musik. Wo ich eigentlich die 2 Stunden habe in Bern, nicht so wie in Solothurn, eine leider nur pro Woche, wo sie einfach allgemein Musiklehre, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Bass, tun ich sehr viel musizieren mitnehmen. Also es ist kein Singunterricht, wie man aber sagt oder gesagt hat. Sie machen sehr viel bei mir praktisch. Das sind die 2 Stunden, die ich habe. Pro Woche komme ich recht weit mitnehmen. Das, ja, sehr cool zu Bern. Also dort fließt die Hintergrund als Musiker durchaus mit rein, kann man glaube ich sagen. Ja. Jetzt am Samstag, am 16. November, steht eben die CD-Taufe an von der neuen Geschichte von Pumpelpitz. Was dürfen dort die Leute erwarten, die Gäste? Die Kleinen und die Grossen? Ja, einfach der Countdown starten wir jetzt für die ganze Tournee. Also ich habe, wie gesagt, mit dem Pascal Bussmann, ein ganz cooler, auch ein Lehrer übrigens, ist Zufall, ein guter Freund von mir. Wir haben die Firma ja gegründet, Pumpelpitz GmbH, wo der Pesk und ich und Zara und Glenn und Weit und Breit sich GmbH. Also da sind so viele Leute drin, die jetzt monatelang auf das hergeschafft haben. Und jetzt freuen wir uns einfach. Und ich glaube, die Freude wird mal zu spüren sein. Der Mond spiele, das darf ich verraten, das möchte ich einfach auch live zeigen und auch neue Geschichten vorlesen. Es werden die alten Lieder, alte Anführungs- und Schlusszeichen, also die Hits, die ich habe, die Kinder auch gerne mithelfen, die bringe ich. Ja. Und es wird eine Vorband sein, wo ganz coole Kinderband aus Basel-Land, Schweizer Kiddies, kommen. Und ich mich sehr darauf freue. Die haben einen Auftritt, bevor es dann anfängt, mein Konzert. Es gibt ganz viele Sachen, die ich kaufen kann, die ich auch bereit bin, stundenlang zu unterschreiben, wenn sie möchten, zu reden. Mit unseren Taufen, wirklich live, so wie man das macht. Und wir feiern das einfach, dass jetzt die neue CD da drauf ist. Das klingt nach einem ganz coolen Erlebnistag für Kinder auch. Genau, Nachmittag, wo das soll ich fegen. Und da, ja, da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Genau. Ja, und wie du es auch schon angesprochen, nachher geht es gleich mal auf schweizweite Tournee zusammen mit GOP. Wir sehen hier in der Übersicht Daten, Spielort. Was machst du dort genau, was an diesen einzelnen Orten? Grosso modo sind es Konzerte, wo ich ab und zu, wenn ich merke, weil die Kinder, die ich ja als Kernpublikum bezeichne, sind zwischen 2,5 bis 9. Und da muss ich sehr spontan sein, weil zum Teil ist die Stimmung sehr lebendig, die Kinder sind völlig aufgedreht. Und dann kann ich dann nicht eine Geschichte, die 12 Minuten geht, erzählen. Das hat keinen Sinn. Also, grosso modo erzähle ich plus minus eine Geschichte, aber der Rest besteht aus Liedern, die sie dürfen mitmachen dürfen. So wie man das eigentlich auch kennt von bekannten Kindermusikern. Und so das kann man erwarten. Was ich möchte herausheben möchte, ist das Kinderfest am 14. Juni. Im Kapuzinerkloster. Da gibt es so eine Gesamtwoche von Konzerten. Die AKWO, die Naturschule aus Wolfisberg, wird Workshops machen. Wir sind hier voll am Planen, was jetzt das Kinderfest alles beinhaltet. Auch andere Musiker, Kindermusiker kommen, können Konzerte machen. Und in der Sommerferien gibt es das Pumpelpitz Kinderlager. Wo wir einfach auch jetzt ein super Leiterteam dabei haben, das zugesagt hat, wo wir jetzt auch mal mit Kindern eine Woche unterwegs sind, mit 4-Jährigen. Das ist das erste Lager, wo sie mitkommen dürfen, durch den Tag. Es ist nicht Übernachtung. In der Region Solothurn werden wir in Natur sein, Musik machen, bröteln, einfach so eine Woche lang einfach das erste Lager mit diesen Kindern erleben. Das ist so ein bisschen die Ausnahme, aber der Rest sind eigentlich Konzerte, wo man mitmachen darf. Mit ihnen mögen, wenn ihnen gibt, einfach teilhaben. Das Leben soll fegen. Und das soll auch der Inhalt sein von den Konzerten, dass man einen gefreuten Nachmittag hat. Also man sieht eine riesige Geschichte, ganz viele Sachen, ganz viele Aktivitäten planen. Und man sieht auch, da kommen all diese Sachen wieder zusammen, oder? So der Hintergrund, Pfadi, Lehre, Musik. Ja, man macht es halt gerne. Der Pascal Bussmann ist auch so einer, der sehr gerne macht, umsetzt. Oder Zara auch auf 100 Power 120, Glenn auch. Also es ist wirklich da pushen wir uns gegenseitig mit tollen Ideen, wo wir einfach Lust haben, mit Kindern etwas Gutes zu bringen.
Genau, das ist so der grosse Motor, den wir haben. Und auch die tollen Rückmeldungen, die kommen. Filme von Kindern, die singen beim Basteln oder beim Spielen, Pumpelpitz-Lieder oder Ideen, die kommen. Also das Vorleserbuch ist aus x Rückmeldungen. Du kann man das nicht noch mal hören, weil ich möchte gerne erzählen. Und so geht es immer weiter, also es hört nicht auf. Also die sind in dem Moment auch eigentlich offen für Rückmeldungen? Extrem. Also es ist doch schön, wenn die Leute etwas mitteilen wollen. Und das bedeutet ja auch, dass es ihnen gefällt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie vielleicht auch stolz sind darauf, dass sie da vielleicht auch eine Idee geben können, die umgesetzt wird. Ja, und ich habe ja schon wieder zwei neue Geschichten eingeredet, die ich schon auf die 50 CD machen möchte. Also, solange die Ideen von uns nicht ausgehen, wird es immer neues Zeug geben. Mm-hmm. Ja, man sieht, es gibt schon Pläne, es ist etwas auch am Tun im Hintergrund. Jetzt das erste Mal freuen wir uns natürlich auf die CD-Taufe im Kaufmau und dann auf die Tour. Ich wünsche erstens mal ganz viel Vergnügen bei all diesen Sachen. Danke vielmals, ja. Und zweitens natürlich auch ganz viel Erfolg weiterhin und Inspiration. Danke, dass ich vorbeikommen konnte. Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Wenn ihr jetzt lustig geworden seid und euch weiter darüber informieren wollt, über Pumpelpitz, dann könnt ihr das auf der Webseite www.pumpelpitz.ch machen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ade Milan.